S&K hat auch eigene Kriegsbolzen rausgebracht mit einem Carbon-Schaft, also so wie wir das zum Beispiel von Steamboat kennen. Und die wollen wir uns in dem Video mal genauer anschauen. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Steamboat hat damit begonnen und jetzt kommen die Hersteller der Reihe nach raus mit diesen Kriegsbolzen hier. Der Vergleich zwischen dem Steamboat-Bolzen und dem S&K-Bolzen liegt an der Spitze, denn beide sind Carbon, wobei es bei Steamboat natürlich auch noch unterschiedliche Schwere und Leichte gibt. Das ist hier bei S&K ein Standardprodukt sozusagen vom Gewicht her. Der Pfeil ist deutlich spitzer, länglicher und trägt nicht so auf. Wir werden uns das dann anschauen, wie der fliegt. Schöner Carbonbolzen, es hat auch irgendwie eine coole Optik, finde ich. Hier hinten Wains mit angebracht, Alu-Endkappe. Das passt einmal ganz gut. Der wird auch von der Länge her ganz sicher in die Stinger reinpassen. Bei der Flat müssen wir uns das Ganze dann noch anschauen. Gut, schauen wir auch, ob Speedloader fähig ist. Das ist natürlich auch immer wieder so die Frage. Die Stinger Speedloader, bei den Flat mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil das Stinger, auch das geht sich sehr, sehr schön aus. In einer Packung, ich meine, billige Eigenwerbung, du kriegst natürlich die Produkte bei mir im Shop, ja, ist ganz klar. Die Teile sind, wie soll ich sagen, ja, perfekt angepasst. Es ist halt so, dass, und das siehst du hier wahrscheinlich, dass die Wains, das ist bei allen Bolzen, die nicht Steamboat sind, stehen bei der Steamboat beim Speedloader etwas über, weil die Wains, wenn du da genauer hinschaust, die Wains von Steamboat sind anders geformt. Ja? Während die bei den Standardteilen hier zum Beispiel, oder hier jetzt von Jagd zum Beispiel, die sind eher rund, sind die hier eckig nach hinten und sind halt für die Speedloader-Form perfekt angepasst. Gut. Wollen wir schießen. Gut, wie weit schießt man jetzt? Ich weiß nicht, 10, 11, 12 Meter, sowas in dem Bereich, so wie immer. Und Steamboat Stinger Tactical, ich werde mit offenem Visier schießen, also kein Leuchtpunktvisier oder sowas, sondern werde nur über, siehst du den Teil hier? Nur über diese Ausnehmung hier schießen. Das ist übrigens, das ist billige Eigenwerbung jetzt hier, so wie das ganze Video und so wie immer hier, unsere Picatinny-Schiene, die man aufschieben kann, die dann montiert wird auf der oberen Picatinny-Schiene von der Steamboat, ohne dass du, dann hast du die Möglichkeit, seitlich etwas anzubringen. Also wir haben das mit Picatinny oder eben mit einer Montageklemme, da passt Lampe, Laser oder unsere Wachscontainer rein. Aber das kannst du natürlich für dich selbst entscheiden. Und brauchst nichts anbohren, ja? und hast automatisch auch gleich eine Visierlinie mit dabei und die werden wir jetzt ganz einfach mal ausprobieren. So, Steamboat Stinger Tactical, kein Tuningträger, 55 Pfund Wurfarm, muss man nachschauen, ja, 55 Pfund Wurfarm. Wir werden jetzt auch gleich einmal den Speedloader testen. Es ist halt so, dass, gehen rein, so, rein damit, gut, das muss man auch immer wieder ein bisschen üben. So, setzen wir rein. Gut, dann schießen wir einfach. Ich habe ein bisschen Wind heute. Ich weiß nicht, ob du das auch hören kannst. Also ich habe ein bisschen Wind. Jetzt wünschte ich, ich hätte einen Tuning-Trigger. Ich merke nämlich, das ist bei diesen Kantenhebern, ja, da ist es einfach so. Und wenn du präzise schießen willst, da ist einfach das Tuning-Trigger, das ist ein Wahnsinn. Das ist eine Welt, besonders bei höheren Zuggewichten. Gell? Okay. Aha, da haben wir daneben geschossen. Böser Reini! Okay, dann müsste ich noch haben, ja. Ja, schauen wir hin. So, irgendwie muss ich ein bisschen Zielwasser trinken. Hm? Also, das waren die ersten zwei oben. Ja, dann die unten haben passt. Da muss noch irgendwo einer sein, also ich habe fünf geschossen. Sitzen auch schön. Diese Premium-Matte dringen doch relativ stark ein. Wains schauen aber in Ordnung aus. Ja, dann hat das nichts getan. Die hier sind sowieso abgestoppt. Die sind gar nicht tief genug eingedrungen, die beiden hier. Ja, schau, geht sich gut aus. Man sieht natürlich leicht, dass die schon jetzt in der Matte waren, aber sie sind in Ordnung. Die sind sowieso sehr, sehr dick gemacht. Also mir kommen diese Wains von S&K deutlich stärker vor. Ja, aber wo ist jetzt, weiß auch nicht, wo ist jetzt der andere? Weil da will man nämlich sehen, weil die haben ja Alu. Nach Suchen habe ich den jetzt da unten gefunden. Also da sind ja die anderen zwei drin gewesen und da ist der dritte. Und der ist in den Boden eingefahren. Uah! Schaut das Ganze jetzt aus? Können wir gleich einmal überprüfen, was mit der Spitze los ist? Ja, so schaut der jetzt aus. Ein bisschen verkrautet und etwas dunkler. Das ist die Erde. So, wie schaut das aus? Wains, wie gesagt, die sind gut in Ordnung. Die Spitze, ja, die ist jetzt drehbar. Die kann man jetzt drehen.
Die ist, ja, das ist, wie gesagt, in die Erden eingefahren. Spitze selbst nicht gebrochen oder eingedäpst, wobei, das kann schon einmal passieren. Mir ist das auch schon bei einem Steamboat-Bolzen passiert. Aber habe ich ihn jetzt? Ja, wusste ich. Ah, da ist er. Dass hier vorne die Spitze etwas abgebrochen ist. Wird für die Schussgeschwindigkeit oder das Trefferbild jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Aber das habe ich jetzt gesehen. Wir haben nämlich gedacht, weil er doch außerhalb der Norm war. Schon so. Ja, das ist außerhalb der Norm. Dass diese Wains und diese Schnittflächen hier, diese Schnittkanten nicht immer 1:1 hundertprozentig übereinstimmen, das ist ja kein Problem und das ist auch nicht der Punkt, aber das war halt einfach zu viel. Der müsste jetzt wieder angeklebt werden, also den müsstest, wenn, also ich werde das jetzt auch dann machen, ja, ankleben mit Superkleber, wieder in Position bringen und dann warten. Was ist bei den anderen, die jetzt nicht gekrautet sind? Ja, da sitzt alles noch fest. Das ist, weil er in die Erden eingefahren ist und Stein vielleicht oder Holz oder sowas. Und da muss man natürlich jetzt auch fair sein. Das würde an Steamboat-Bolzen oder anderen Fabrikaten, wir haben ja einige im Sortiment, auch so blühen. Was nicht geht, es passt nicht in unseren modularen Pfeilköcher rein, weil einfach die Spitzen deutlich zu lang sind. Das ist der Unterschied jetzt hier zum Steamboat-Pfeil oder auch hier zu dem Jack oder hier zu dem Bolzmaster. Die sind einfach deutlich länger. Ich weiß jetzt nicht, was hier die genaue Überlegung ist. Sie heißen auch Premium-Jagdpfeile. Vielleicht liegt es daran, dass eben die so geformt sein sollen, aus jagdlichen Gründen, aber da bin ich jetzt kein Experte drin. Ja, schießen wir mal mit der Flat. Bei der Flat kann ich jetzt keinen Speedloader benutzen, weil die hat ja 8 Schuss und da kannst du eben nur 8 reinpacken und ich habe eben nur 5. Es tut mir jetzt leid. Bei der Flat müsste man nämlich jetzt schauen, ob die Bolzen auch wirklich gut reinpassen, weil der Magazinkasten kürzer ist als bei den Steamboat-Bolzen. Da habe ich auch schon einmal ein Video gemacht und da kann ich dich auch beruhigen. Da ist genügend Platz zur Verfügung. So, den einen hier, ja, ich habe ihn jetzt wieder in Position gebracht, so leicht ist es eh nicht. Und bei diesen Bolzen ist auch etwas wichtig. Da die nicht so eine Spannbreite haben oder Schnittklingenbreite, wie zum Beispiel der hier, ist, wenn die ein bisschen schief sind, auch, ist das auch kein Problem. Bei diesen Teilen hier ist es mir schon einmal passiert, beim Übungsschießen in der Rheine-Rossmann-Werkstatt, das ist dort, wo wir die ganzen schönen Teile hier produzieren. Durch vieles Schießen, es war ein Steamboat-Pfeil, ja, der hat sich gedreht, nämlich hier vorne, und das ist mir nicht aufgefallen, und der ist mir dann da drinnen, ich glaube, das war eh die Flat, oder? Nein, es war die Flat, ja. Und der ist dann seitlich zu stehen gekommen und hat mir da einiges an Problemen gemacht. Also auf das muss man aufpassen. Das kommt aber noch in einem eigenen Video. Hey Fuchsi, du musst weggehen, ich schieß jetzt. Ach, immer diese Hunde. Das sage ich immer. Hier im Buschkraftareal, auf Val de la Partie, da kann nichts passieren und dann läuft mein Hund ins Bild, gell? Nein, ich werde nicht auf einen Hund schießen. So auf nichts schießen, außer auf Zielscheiben. Also alles gut. So, Flat. Ich habe nur ein Problem. Das ist jetzt eine Chance. Nein, selbe Distanz ist unfair. Warum? Ich habe hier den 30-Pfund-Wurf haben. Eigentlich müsste ich das jetzt mit einem 60er oder einem 90er machen. Ja, Blödsinn. Ich gehe jetzt etwas näher ran, weil auf die Distanz muss ich ja so drüber halten. Das ist ein Blödsinn. Ich werde das nachholen. Ja. Ich werde in der Werkstatt, wenn ich dann wieder einen 90er habe oder den 60er, das nochmal nachholen. Entschuldigung. 30-Pfund-Wurf haben von der Flat ist cool. Sehr nett, auch auf kurze Distanz und zum Spannen auch für Frauen oder für Kinder. Ist alles cool, ja. Nur weitere Distanz muss halt so drüber halten. Daher, wir schießen jetzt, weiß ich nicht, 5 Meter oder 4 Meter, so irgendwas. Ja? Ist ja wurscht, das wird schon passen. Ich habe auch übrigens den Speed-Shooting-Kit eingebaut. Das bedeutet, ich brauche nicht jedes Mal entspannen. Den gibt es auch bei uns im Shop. Und einen haben wir noch, 5 waren es, genau. Also, die sind natürlich jetzt nicht so tief eingedrungen, das ist klar. 30 Pfund, also das ist einfach, der Vergleich hinkt, ja, mit 30 und 55 Pfund und auch die Distanz. Aber du merkst, es ist halt deutlich schwächer. Das heißt, die Pfeile sind gar nicht zu weit eingedrungen, Wains noch komplett intakt und natürlich auch die Spitzen. Aber was du siehst, da hast du jetzt da diesen Schnitt. Diese Teile, sie heißen halt Premium-Jagdpfeile und das Teil dringt jetzt hier so ein und macht halt die Zielscheibe einfach extrem kaputt. Ich ziehe mal den da raus, ich hoffe, du kannst das dann gut sehen. Rack. Und da hast du halt ein Riesenloch. Ja. Das heißt, die Zielscheibe, die mag das nicht. Ja, die mag das überhaupt nicht, das ist nicht so toll.
außer es ist halt egal, oder ich halt zu Testzwecken. Aber wenn ich jetzt Sport schießen, Übung schießen und da 100-mal schieß in einem Durchgang, vielleicht jeden Tag einmal, ja, dann wäre mir das einfach, weil ich sehe es jetzt schon. Also das macht Ravumsti. Um das jetzt bei der Flat noch einmal herzuzeigen, du brauchst halt einen kompletten Satz voll Pfeile, weil sonst kriegst du die nicht rein, weil wenn da nur einer fehlt, dann flattern die herum, also das geht einfach nicht anders. Aber wir wollen einfach schauen, ob sich die Wains ausgehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja, sie gehen sich aus. Ja. Das geht sich alles super aus und dürfte auch, eigentlich sehe fix kein Problem, dass die rausrutschen, wenn man den Flat Speedloader einsetzt. Also das passt sicher. Also auch damit, wie nennt sich das? Approved? Nein, also in Ordnung einfach. So, einmal wollen wir jetzt noch mit der Tactical Schieß mit diesen S&K Premium Jagd Bolzenpfeile, die es natürlich bei mir im Shop gibt, gebe ich da unten im Beschreibungstext und im ersten Link, ja, im ersten Kommentar natürlich, den Link. Ja, ja, so ist, egal. Wie auch immer. Geht sich gut aus. Schöne Pfeile. Schön verarbeitet. Ja. Und machen richtig Spaß. Bedenk halt, dass du damit die Zielscheibe kaputt machst. Haben aber richtig schön Power. Wenn du Fragen hast, stell sie. Viel Spaß beim Armbrustschießen und immer. Wirklich.